Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind auf der Spielwarenmesse in Nürnberg am Stand von Hans im Glück und bei mir ist der Johannes und der erklärt jetzt Race to the Newfoundland. Genau, in Race to the Newfoundland spielen alle Spieler Gouverneure ihrer Nation, in deinem Fall zum Beispiel Spanien, in meinem Fall England. Und wir versuchen, Inseln in Nordamerika zu besiedeln, neue Inseln zu entdecken. Und das Ganze machen wir über 4 Spielrunden. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt dann das Spiel. Genau. So, wie läuft das Spiel ab? Hier auf dem Spielertableau sind eigentlich die ganzen Aktionen und Phasen schon vorgegeben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach das Spielertableau dann durch. Aber noch eine kleine Sache vorweg. Es ist ja relativ auffällig hier, die Siegpunktleiste, die verläuft mitten durchs Spiel. Das ist auch so das Kernelement vom Spiel. Und da gehe ich jetzt gleich mal zunächst drauf ein und dann schau mal, wie kriegt man denn überhaupt die Siegpunkte. Also grundsätzlich haben wir hier ganz normal unsere Zählfiguren. Und sagen wir mal jetzt, du bist rot, genau, und du würdest jetzt 10 Siegpunkte bekommen. Dann stellst du deine Figur ganz normal auf die 10, wie gehabt. Und dann passiert Folgendes, du überschreitest diesen Marker und dann nimmst du dir in diesem Moment auch dann diese Karten. Diese Karten sind verschiedene Aufträge mit verschiedenen Bedingungen, wie du dann verschiedene Punkte bekommen kannst. Das heißt, je früher du Punkte erhältst und auf solche Marker kommst, desto früher kommst du auch an die entsprechenden Karten und desto früher kannst du dich auch auf die Karten dann vorbereiten. Wenn du schon in der ersten Runde weißt, okay, ich brauche irgendwann 3 von diesem Tuch, dann ist es deutlich einfacher, wie wenn du das kurz vor knapp noch kriegst und dann musst du noch ausweichen. Dann suchst du dir eine Karte aus, die legst du dann bei dir ab und die restlichen Karten legst du zurück auf den Nachziehstapel. Was dann auch noch passiert, ist, dass der Rahmen 3 Felder nach hinten rückt, Richtung der Spieler. Und dadurch wird es dann für die anderen Spieler wiederum einfacher. Aber du siehst ja schon, es sind nur noch 4 Karten zur Auswahl. Das heißt, wenn man da als Letzter drüber geht, hat man gerade mal noch 2 Karten zur Auswahl. Und die Mitspieler sind da selten so freundlich und lassen einem die guten Karten übrig. Zusätzlich gibt es hier dann auch noch spezielle Kapitäne. Die kennt man vielleicht auch, Cortez, Francis Drake oder Magellan mit verschiedenen Fähigkeiten. Auf all diese Fähigkeiten und Sondereffekte gehen wir noch später ein, aber so kommt man an die speziellen Karten hier. Und das funktioniert eben auch über diese beweglichen Zielrahmen und das ist so das Kernelement, worum es hier geht. So, was wir jetzt eigentlich machen, jetzt fangen wir an mit den einzelnen Aktionen. Grundsätzlich beginnt der Startspieler mit der Landphase, führt diese komplett aus und dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Die Landphase, die funktioniert so, ein Spieler bekommt sein Einkommen, das heißt, ich nehme hier ein Tuch und ein Holz, lege das bei mir in den Vorrat und darf dann meinen Hafen ausbauen. Die Hafenausbauten, du siehst bei jedem Tableau, gibt es eine Werft und einen anderen Ausbau. Es gibt dort bei mir zum Beispiel, ich spiele England, dann habe ich den Kolonialhafen, den ich ausbauen könnte und dadurch eine spezielle Funktion habe, die du zum Beispiel gar nicht bekommen kannst. Du hast dafür aber wiederum einen anderen Vorteil, den du dir im Spiel erkaufen kannst. Danach bauen wir unsere Schiffe aus. Wir wollen ja mit den Schiffen in das neu gefundene Land irgendwie kommen und dort neue Länder entdecken. Und dort kannst du dann eben die Waren dann abgeben, um dir neue Schiffe zu holen. Es gibt kleine Schiffe, es gibt große Schiffe. Die haben unterschiedliche Kosten, das sieht man hier unten, und haben auch sonst noch den Bonus, dass sie mehr Siegpunkte geben. Zusätzlich sieht man hier auf den Blättchen auch jede Menge Werte. Dementsprechend der Werte führen die Schiffe eben gut oder schlecht die einzelnen Aktionen aus und entsprechend der Schnelligkeit führen die Spieler dann die Aktionen aus. Das heißt, wenn jetzt jeder Spieler nacheinander die Landphase ausgeführt hat, gehen wir in die Aktionsphase über. Aktionsphase. Dort findet eigentlich das eigentliche Spiel statt. Da können die Spieler eben die Aktionen wie zum Beispiel beladen, siedeln oder liefern ausführen und kommen so an die neuen Sachen im Spiel, um dann schlussendlich Siegpunkte zu generieren. Beladen, fangen wir gleich mal mit dieser Aktion an. Es würde dann so aussehen, sagen wir mal, ich habe in der Landphase habe ich noch mit diesen zwei Waren habe ich mir noch dieses Schiff hier gekauft. Das lege ich dann bei mir in der Werft an. Das heißt, hier habe ich noch Platz. Und jetzt würden wir anfangen. Das heißt, ich habe jetzt die Option, möchte ich ein Schiff hier beim Beladen zuordnen oder nicht. Ich kann das auch mir das Schiff für eine andere Aktion aufsparen. Aber sagen wir mal, ich möchte
ich möchte beladen. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe und darf auch wieder beladen. Wir führen aber die Aktion nicht direkt aus, wir planen zunächst mal die Aktion. Das heißt, jede Aktion wird nacheinander für jeden Spieler geplant. Wenn wir das Planen von Beladen quasi fertig haben, gehen wir zum Siedeln über. Dort können wir auch wieder Schiffe zuordnen. Ich entscheide mich jetzt mal dafür, das nicht zu tun. Dann gehen wir weiter zum Liefern. Da sage ich auch, da brauche ich keine Schiffe. Aber beim Entdecken, da will ich jetzt mal richtig Gas geben und lege da zwei Schiffe dorthin. Das machen wir, wie gesagt, alle nacheinander. Das heißt, jeder Spieler hat jetzt die Schiffe, die er hier oben liegen hatte, nach unten gelegt und einzelnen Aktionen zugeordnet. Das machen wir noch in der Spielerreihenfolge, aber wo die Segel jetzt eben zum Tragen kommen, ist jetzt, wenn wir die Aktion ausführen wollen. Jetzt schauen wir, wer hat den größten Segelwert. Sagen wir mal, du hast dein Schiff dort auch beim Beladen liegen. Genau, eins weiter links, genau. Dann hat es eine Segelstärke, also eine Geschwindigkeit von 1, ich habe eine Geschwindigkeit von 2, dann würde ich also die Aktion vor dir ausführen. Ich habe ja vorhin hier schon auf die Rahmen Bezug genommen, da wissen wir ja, wer früher dran ist, wird tendenziell das Bessere kriegen. Das heißt, ich will natürlich hier auch früher dran sein, um schneller dann schlussendlich über die Zielrahmen zu schreiten. Daher ist die Geschwindigkeit auch besonders wichtig. Und dann würde ich jetzt die Aktion ausführen und bei jeder Aktion gibt es einen entsprechenden Wert. Je höher der Wert ist, desto besser führe ich die Aktion aus. Habe ich hier also zwei Kisten, darf ich beim Beladen mir ein Tuch nehmen und darf zwei Karten ziehen. Hätte ich drei Kisten dort, könnte ich mir sogar ein Eisen nehmen und dürfte drei Karten ziehen. Von den gezogenen Karten darf ich aber immer nur eine auf die Hand nehmen. Sagen wir mal, die hier gefällt mir, die andere nicht, lege ich die ab und habe die jetzt für die nächste Runde eben zur Verfügung. Hier liegt ja schon eine Karte. Was ich mir jetzt gezogen habe, ist nochmal ein Schiff. Das heißt, das ist ein Charterschiff, das kann ich nur einmal einsetzen. Nachdem ich die Aktion ausgeführt habe, das war jetzt schon die komplette Aktion beladen, lege ich das Schiff wieder oben hin und jetzt wärst du an der Reihe und würdest die Aktion beladen eben ausführen. Dann gehen wir weiter zum Siedeln. Ich nehme jetzt einfach mal ein Schiff als Beispiel. Sagen wir mal, wir wären in einer späteren Runde und ich habe schon eine deutlich größere Flotte. Dann würde es zum Beispiel so aussehen und ich habe jetzt hier zwei Schiffe beim Siedeln zugeordnet. Habe ich ein Schiff mit einem Siedler, darf ich einen Glotz setzen. Habe ich ein Schiff mit zwei Siedlern, darf ich zwei Glötze setzen. Und Glötze setzen, also Inselteile besiedeln, funktioniert so. Ich nehme den Glotz, setze ihn einfach auf ein freies Inselfell und kriege dann einen der beiden Erträge. Also zum Beispiel nehme ich mir jetzt ein Holz. Hier habe ich einen Zweierturm. Setze ich zum Beispiel hier hin und nehme mir in dem Fall zwei Punkte. Die zwei Punkte werde ich mir sofort hier auch nehmen. Genau. Das war auch schon dann die ganze Aktion Siedeln. Und auch hier bei allen, wie bei allen anderen Aktionen auch, schauen wir zuerst, wer hat die meisten Segel und der Spieler führt die Aktion zuerst aus. Genau. Jetzt ist die Aktion wieder fertig. Ich lege die Schiffe also nach oben. Das Liefern. Ich sammle ja jetzt die ganze Zeit irgendwelche Waren. Ich will ja auch was damit anfangen können. Und ich kann ja Schiffe kaufen, aber ich kann auch damit liefern. Und das Liefern funktioniert so. Man sieht ja hier unterschiedlich viele Waren und auch unterschiedliche Waren. Die Schiffe, die ich hier habe, geben an, wie viel Waren ich liefern darf. Ich brauche eine Kapazität, wo ich einfach die Waren auch lagern kann und dann eben schlussendlich zum Beispiel nach Stockholm oder Venedig zu liefern. Und jede Kiste wird dabei für eine Ware genutzt. Das heißt, habe ich ein Schiff mit zwei Kisten dort liegen, darf ich zum Beispiel diesen Auftrag erfüllen. Ein Schiff immer pro Auftrag. Das heißt, dieses Schiff führt diesen Auftrag aus. Das würde bedeuten, ich gebe zwei Tuch aus meinem Vorrat ab, kriege drei Siegpunkte und lege das Plättchen beiseite. Was ich auch machen könnte, ich habe zum Beispiel schon sehr viel Rohstoffe gesammelt und möchte dann mit den zwei Schiffen zusammen die schaffen es dann, vier Kisten, also vier Waren zu liefern und kriegt dann sogar 11 Punkte dafür, also deutlich ertragreicher. Auch hier ist es wieder ähnlich wie beim Siedeln. Ich stelle dann zusätzlich noch einen Marker ran. Wieso wir das Ganze mit den Markern machen, da komme ich noch nachher dazu. Das wäre dann auch die Aktion Liefern. Und dann kommen wir schon zu der letzten Aktion, dem Entdecken. Hier funktioniert das so, wir zählen zusammen, wie viele Fernrohre wir haben. In dem Fall habe ich ein Schiff mit der Stärke 3 und ein Schiff mit der Stärke 0, also insgesamt 3, und ziehe dann dementsprechend diese Inselblättchen. Diese Inselblättchen, also pro Fernrohr 1, in dem Fall ziehe ich drei Inselblättchen, die schaue ich mir dann an
und darf mir dann pro Schiff eins aussuchen, das ich dann auf die Insel lege. Ich nehme mir natürlich das, was für mich am besten ist. Sagen wir mal, ich brauche jetzt unbedingt wieder die Punkte, um noch vor Gelb und Blau in dem Beispiel über die Siegpunkte zu kommen, über den Rahmen zu kommen. Das andere werfe ich hier einfach auf der Ablagetafel und die zwei lege ich jetzt auf die Insel. Das hier lege ich hier hin zum Beispiel und hier entscheide ich mich nach Neufundland, in Neufundland etwas zu entdecken. So, auf jedes, das ich jetzt entdeckt habe, lege ich einen Stein und kriege im Gegensatz zum Siedeln komplett den Ertrag, der da drauf steht. Das heißt, ich würde jetzt ein Tuch bekommen, ein Holz und insgesamt sogar 6 Punkte. Da würde ich dann zum Beispiel auf die 8 vorrücken. Jetzt habe ich den Rahmen überschritten, würde mir noch ein Ziel aussuchen, lege das bei mir ab. Und schon habe ich deutlich mehr Waren bekommen und auch noch Siegpunkte. Das heißt, über das Entdecken kommt man sehr gut an verschiedene Waren oder auch an verschiedene Punkte. Nachteil ist jedoch, ich weiß nicht, was ich bekomme und ich kriege es auch erst relativ spät in meinem Zug. Da ist das Siedeln oft einfach doch attraktiver oder zum Beispiel hier mit den zwei Türmchen. Danach, wenn dann also jeder Spieler seine Aktion ausgeführt hat, ich lege wieder meine Schiffe hier hoch, habe ich eine Karte gezogen, lege ich die Karte ab. Das sind wie gesagt Charterschiffe, ich muss die quasi jede Runde wieder neu anheuern. Das heißt, ich werfe die jetzt ab und jetzt ist quasi die Runde zu Ende. Jeder Spieler hat das jetzt so gemacht, dementsprechend wie schnell er war, eben entweder früher oder später. Und dann kommen wir schon zur Schlussphase. Hier bei der Schlussphase beginnen wir erstmal noch mit einer Art Handling, sage ich mal, also einer Verwaltung. Und das ist in dem Fall eine Kartografie. Also die ganzen Leute kartografieren die Karten und dadurch werden zufällig neue Inselblättchen entdeckt. Und das wäre in dem Fall auf der Prince Edward Island, würde ich dementsprechend der Spieleranzahl neue Blättchen hinlegen. Und das legen wir dann einfach dorthin und ist dann für spätere Runden dann zum Siedeln da. Und danach gibt es dann eine Insel- oder Stadtwertung. Da wird es dann interessant, wieso wir denn überhaupt so viele Blättchen überhaupt legen. Wer es nämlich schafft, im richtigen Zeitpunkt dort seine Klötze reinzulegen, profitiert davon. In dem Fall Insel- oder Stadtwertung. Eine Inselwertung würde jetzt stattfinden, wenn komplett jedes Feld einer Insel mit einem dieser Blättchen bedeckt würde. Dann wird es zu einer Inselwertung kommen und zu einer Stadtwertung kommt es, wenn wir dort alle 5 Klötze in dem Beispiel jetzt von Stockholm besetzt hätten. Hamburg wären es zum Beispiel nur 3. Haben wir also wie in diesem Beispiel hier alle Klötze besetzt, gibt es eine Wertung und die Wertung ist eine Mehrheitenwertung. Das heißt, wir schauen, wer hat die meisten Klötze dort. In dem Fall hat Gelb und Blau haben jeweils 2, also die meisten, und Grün am zweitmeisten. Teilen sich 2 Spieler den ersten Platz, rutschen sie auf den zweiten Platz und der andere Spieler erhält dann gar keine Punkte. Das wären in dem Fall für Gelb 4 Bonuspunkte und für Blau auch 4 Bonuspunkte. Zusätzlich kriegt jeder Spieler immer für jeden Marker, den er dort stehen hat, einen Punkt. Das heißt, nochmal 2 für Gelb, nochmal 2 für Blau und 1 für Grün. Nach genau gleichem Prinzip funktioniert das bei den Inseln. Aber hier wird es dann eben interessant, wenn ich solche Türme habe. Die sind dann natürlich auch wieder pro Marker 1 wert, also sind das schon 2. Das heißt, über das Siedeln kriege ich zwar, wie ich vorher schon erwähnt habe, weniger Ertrag, aber kann dafür bei den Mehrheiten deutlich mehr Punkte einsacken, wenn ich es denn auch auf den richtigen Inseln mache. So kann es natürlich dann auch passieren, dass bei der Kartografie eine Insel aufgedeckt wird, die schon fast fertig ist und dadurch dann unabhängig von den Spielern schon fertig gemacht wird. Und dadurch muss man dann immer gucken, okay, welche Insel wird gerade fertig, wo könnte spannend werden, noch zu expandieren oder noch drauf zu siedeln. Oder sage ich, ich mache was anderes, ich siedle jetzt ganz allein auf einer anderen Insel und mache mein eigenes Ding. Kann man natürlich auch tun. Dann ganz am Schluss darf ich eben diese Ziele einlösen und diese Ziele geben zum Beispiel an, wie viel Fernrohre ich in meiner kompletten Flotte haben soll. Das heißt, da habe ich jetzt schon hier diese Schiffe gesammelt, hätte ich zum Beispiel jetzt schon 1, 2, 3, 2 und 3, das wären 8 Fernrohre, dann könnte ich zum Beispiel jetzt in der Schlussphase diese Karte einlösen und würde 6 Punkte dafür bekommen. Ich könnte auch warten und mir die 9 Punkte abholen. Ich sage aber, wenn ich jetzt mir die 6 Punkte hole, dann schaffe ich es vielleicht noch vor dir, über die 15 zu kommen.
und kann so dann eben mir zum Beispiel diesen Kapitän holen, um den dir wegzuschnappen, um noch früher an meine Boni zu kommen. Das heißt, man muss da jedes Mal immer gucken, wie baue ich das Ganze in meine Taktik ein und wie kann ich möglichst schnell möglichst viele Punkte kriegen und vor allem genau zum richtigen Zeitpunkt möglichst viele, damit ich eben über diese ganzen Punkte immer komme. Das ist eigentlich im Grunde genommen mit ein paar kleinen Feinheiten noch das ganze Spiel. Vier Runden werden gespielt? Genau, vier Runden werden gespielt. Das sieht man auch hier unten. Ich habe ja gesagt, jede Runde wird hier in Kompass aufgedeckt. Das heißt, hier wird noch angezeigt, wie viele Runden noch zu spielen sind. Lege ich also hier das letzte hin, ist quasi die Runde zu Ende. Ich darf noch Ziele einlösen, aber dann ist vorbei. Es gibt noch eine kleine Schlusswertung, aber hauptsächliche Punkte sollten schon davor dann gemacht sein. Genau. Wer ist der Autor des Spiels? Der Autor, das sind zwei Autoren, das ist der Martin Kalleborn und der Jochen Scherer. Der Martin hat früher schon mal mit uns zusammen das Helios gemacht. Zusammen in dem Team haben sie, glaube ich, bei Schmidt Assel-Schlamassel mal gemacht. Aber sonst haben sie noch nicht so viele Spiele. Deswegen war es auch echt spaßig, mit denen zwei das Spiel zusammen zu machen. Die waren echt super. Also hat echt viel Spaß gemacht mit den beiden. Wann wird das Spiel erscheinen? Das Spiel wird zur Spieldoch erscheinen. Das ist die Messe in Duisburg. Und da wird es dann erscheinen und da können es dann auch die Fans hoffentlich dann auch sich anschauen und spielen und natürlich auch kaufen. Genau, und die Messe ist im März, nicht wahr? Genau, die ist Mitte März. Genau. Das klingt doch gut. Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Gerne.